Wir grüßen Sie aus der Stadtkirche St. Simplicius in Bad Salzungen. Wir, das sind Kantor Hartmut Meinhardt an der Orgel und ich, Pfarrer Rudolf Mader, hier im Kirchenschiff. Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Leider können wir keine Gottesdienste feiern. Das kann bedrängen und zugegebenermaßen bedrängt uns das auch. Wir haben uns daher überlegt, mit Ihnen über diesen Weg verbunden zu sein und so Evangelische Glaubensgemeinschaft in Bad Salzungen in der Passionswoche Lätare wenigstens ein Stück weit erfahrbar zu machen. Wir laden Sie ein, mit uns auf Worte aus der Bibel zu lauschen, Musik zu hören und zu beten. Lesung für die Passionswoche des Sonntags Lätare aus dem zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden von Christus reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Thank you.
Lasst uns beten. Wir preisen dich, Herr, dass du alle Dinge in deiner Hand hast und alles so herrlich regierst. Du führst die Deinen um Christi willen durch alle Bedrängnis und Feindschaft sicher nach deinem Rat. Mit ausgestreckten, offenen Händen wollen wir empfangen, was Gott uns schenkt und uns daran freuen aus ganzem Herzen. Und mit stillem Herzen wollen wir hingeben, was Gott uns noch nicht gewährt oder nimmt. Amen.